Ja, auch von meiner Seite nochmal ein herzliches Willkommen hier im Hause Fels. Ich finde es klasse, dass wir in der Konstellation heute da sind. Ich habe mal so ein bisschen, einige Gesichter kenne ich noch nicht. Wir kennen uns vom Telefon, wir kennen uns von E-Mail. Das freut mich ganz besonders, dass wir uns auch heute hier auch kennenlernen dürfen. Es sind viele, Verzeihung, alte Hasen heute auch dabei, mit denen auch sehr schöne Erfolge auch schon gefeiert haben, auch durchexistiert haben. Von ja, Norddeutschland bis Saarland, über München, Süddeutschland, Dresden, ja, aus allen Ecken Deutschlands sind wir hier heute auch vertreten. Und das ist auch gut so, weil genau das ist die Philosophie des sogenannten ABUK, Arbeitskreis für Pauschale Täter Unterstützungskasse. Heute Morgen, bevor es losging, hat der eine oder andere schon gefragt, werden wir heute die U-Kasse eingeführt? Da sage ich mal ganz klar, nein. Aber bitte nicht erschrecken. Wir haben sehr spezielle Veranstaltungen, Seminare, Fachseminare, auch die morgen die begleitend in die Richtung ausgerichtet sind. Wir haben Praxisseminare, Akademie, Fels, die Fels-Akademie bietet da einiges in dem Bereich, auch entsprechende Fachliteratur, aber das ist nicht unbedingt Sinn und Zweck des heutigen Tages. Wie Herr Bayer schon richtigerweise sagte, alle zwei Monate treffen wir uns hier, um voneinander zu lernen. Das ist das Ziel eines ABUK-Treffens. Und für diejenigen, die sich mit diesem Thema schon seit einer geraumen Zeit beschäftigen, die werden mit Sicherheit auch sofort bestätigen können, dass das eigentlich unbezahlbar ist und es hat einen unschätzbaren Wert, wirklich mal zu sehen, bundesweit, andere Regionen oder aus der gleichen Region, welche Erfahrungen hat man gemacht. Und auch ich, meine Person, auch ich habe vor 8, 10 und 12 Jahren nicht immer alles richtig gemacht. Ich habe viele Kunden versemmelt, ich habe viele Steuerkanzleien versemmelt, dazu sollte man auch stehen. Aber heute wissen wir, wie es geht. Wir wissen, was wir heute nicht mehr machen werden. Und das ist der Erfahrungsaustausch, der deshalb so unschätzbar ist, weil wir müssen ja nicht immer alle die gleichen Fehler machen. Wir können ja den Fehler jeder einen anderen machen. Dann das hier zusammentragen, das Know-how, und sagen, okay, was machen wir beim nächsten Kunden besser? Und dann kommen wir in eine Situation, wo ein anderer Partner oder Kollege schon war, und dann erinnern wir uns, aha, da waren wir bei diesem ABUK-Treffen, was immer dieses ABUK am einfach heißen mag für den einen oder anderen, aber irgendwann beherrscht man das. Und dann erinnert man sich sofort, ja, der Kollege hat genau die Situation gehabt und das hat er gesagt und das führte zu einem Nein oder zu einem zwei Jahre lang andauernden, ich überleg's mir mal, also auch so eine Art Nein. Und wie kann ich es machen, dass er innerhalb von vier Wochen einfach mal Ja sagt? Und dass ein Steuerberater fragt, ja, können wir das, dürfen wir das auch machen? Das ist das Ziel und es geht. Das haben viele Partner vorgemacht, nicht nur im letzten Jahr, auch in den vergangenen Jahren. Aber wie Herr Bayer richtigerweise sagte, gerade das letzte Jahr, ich würde fast sagen, die letzten eineinhalb Jahre, waren schon fast so ein bisschen symptomatisch für dieses Thema, was sich da plötzlich entwickelt hat. Zwischendurch mal die Weltwirtschaftskrise. Natürlich, wenn so ein Thema auf dem Tisch steht, dann wirkt sich das auf alle Bereiche in der Finanzbranche aus, aber das Thema ist vorbei, den Unternehmen geht so langsam wieder besser, der Markt zieht an, die, die das Thema vor sich hergeschoben haben, kommen jetzt mittlerweile allein wieder auf uns zu oder auf die Kollegen zu, da werden wir heute auch ein paar Beispiele bringen, einfach mal live aus der Praxis und sagen, ja, da war doch mal was gewesen vor drei Jahren, Sie waren doch mal da gewesen. Aber wissen Sie, naja, es ging damals noch nicht, wir wussten nicht, wie es weitergeht. So, jetzt sieht es an, uns geht es besser. Den Leuten wollen wir was Gutes antun oder die Leute wollen Gehaltserhöhungen haben. Aber wir bräuchten das Geld vielleicht noch für was anderes, weil jetzt die Zeit gut, jetzt wollen wir investieren. Können wir da was machen? Wir können uns erinnern, da war mal was gewesen, was Alternatives. Können wir nicht darüber nochmal sprechen? In Scharen kommen sie teilweise auch diejenigen, die ewigen Überleger. Die Steuerberater, die Steuerkanzleien, ganz, ganz wichtig. Vor 5, 6, 7, 8 Jahren kann ich mich noch an so einige Steuerkanzleien erinnern, die damals gesagt haben, ja, eigentlich braucht es mein Mandant nicht. Wir haben dem damals empfohlen, sich einen Rahmenvertrag zu machen bei der Versicherung. Da ist er erstmal raus aus der Geschichte. Ja, und jetzt kommen zum Teil die gleichen Steuerkanzleien und sagen Folgendes. Letztens auf dem Steuerberater-Symposium, da hat ein Kollege oder ein Referent, auch ein Steuerberater, Wirtschaftsprüfer, Rechtsanwalt etc. mal gesagt, das Thema pauschalnotierte Unterstützungskasse löst auch so einige Probleme, die unsere Mandanten haben. Ich weiß nicht, wie es funktioniert, aber informiert euch mal drüber, ist nicht schlecht. Hören die mittlerweile auf Steuerberater-Symposien und einschlägigen Veranstaltungen für Steuerkanzleien und Rechtsanwaltskanzleien. Ich hatte ein Gespräch, das ist
waren sogar noch über 13 Monate her. Da war ein Steuerberater, da haben wir uns über das Thema Altlasten in der Firma unterhalten. Und nach einer guten halben Stunde telefoniert er kurz zu seinem Papa, Etage drüber. Er war Steuerberater, der Vater war Wirtschaftsprüfer. Er soll mal bitte runterkommen. Und als er kam, haben wir das Thema noch ein bisschen vertieft und haben mir gesagt, okay, so haben wir es noch nicht gehört. Und dann kam die Frage des Jahrhunderts. Habe ich bisher nur dreimal gestellt bekommen von der Steuerkanzlei. Aber das war das erste Mal. Das war gigantisch. Herr Jorgic, kennen Sie sich rein zufällig auch mit pauschaldotierter Unterstützungskasse aus? Gut, man muss natürlich dann innerlich schon mal lachen, um mich loszupusten. Dann habe ich dann dezent gefragt, ja, wie kommen Sie zu dieser Frage? Was bewegt Sie jetzt dazu unbedingt, beziehungsweise ganz konkret mal eine pauschaldotierten Unterstützungskasse zu fragen, weil wir kennen das von anderen Steuerkanzleien. Es ist nicht das Tagesgeschäft und es kennen viele noch nicht einmal oder noch nicht mal richtig. Ja, und hat er auch sowas Ähnliches gesagt, die waren auf einer Veranstaltung, die haben sich das kurz angehört, die Steuerberater, haben ihre Mandantschaft durchgeforstet und sind der Meinung, dass sie mindestens 3, 4 gute Kunden haben, für die das in Frage käme. Aber keinen blassen Dunst von der Pauschale der Unterstützungskasse. Muss man sich vorstellen. Was suchen solche Kanzleien? Ja, die suchen Anschluss. Die suchen Berater. Richtig, genau das. Die suchen Berater, die sich damit auskennen. Die suchen Berater, die sie begleiten. Die suchen ein gutes Backoffice. Die suchen eine Gesellschaft, mit der sie kooperieren können, wo sie mal das eine oder andere unliebsame Thema einfach mal aus dem Haus geben und sagen, okay, sie fällt's, Rechtsanwälte, Steuerberater, die klopfen mal ab, die gucken uns an. Und wenn es zu uns passt, was machen die dann? Ja, die kriegen solche Kunden. Die Kunden kommen, die Kunden fragen immer öfters auch nach freien Versorgungssystemen. Auch das darf man nicht unterschätzen. Wir haben sehr viele Steuerkanzleien, die sagen aus, das war noch nie früher der Fall, aber die Trägerunternehmen, die informieren sich. Die informieren sich auch im Netz und suchen nach Möglichkeiten und fragen den Steuerberater, was ist denn eigentlich eine pauschaldotierte Unterstützungskasse? So, und ist der Steuerberater ja, nur Halbwissen oder fast gar kein Wissen, vielleicht 10% Wissen, aber der Kunde will eine Antwort, der Mandant will eine Antwort haben. Oder er hat Altlasten, Pensionszusagen. Da waren schon 3 Berater im Haus. Der eine will eine Lebensversicherung verkaufen, der eine ist CTE, Treuhandmodell und der dritte noch einen Pensionsfonds hinterher. Zu extremen, exorbitanten Liquiditätsabfluss. So, und da geht er zum Steuerberater und sagt, pass mal auf, Schorsch, wir kennen uns schon 30 Jahre, das hat mein Vater betreut. Jetzt sag doch mal bitte, was soll ich machen? Da waren 3 Berater, jeder erzählt mir was über BILMOG. Habe ich vorher nie gehört und jeder sagt mir, ich bin eigentlich nächstes Jahr platt, wenn ich nichts mache. So kommen die zu ihrer Steuerkanzlei. Und stellen solche Fragen am Mass im Moment und das in der Nähe. Das ist Wahnsinn. Und das sind zum Beispiel Situationen, das sind Szenarien, die sind nicht einfach nur so als Beispiel da, die sind aus der Praxis, bundesweit. Und einige von Ihnen, weiß ich auch, beschäftigen sich auch mit diesen Randthemen, aber es sind Themenbereiche, wobei Steuerberater dermaßen gut ankommen, dass die nach einem sehr kurzen Gespräch sagen, ja, wir würden gerne mit Ihnen weiter kooperieren. Wie der Herr schon richtigerweise gesagt hat, haben wir letztes Jahr live erlebt, sofort bei diesem Gespräch nach einer guten halben Stunde oder einer Stunde fangen die an schon mal zu grübeln. Ich hätte da ein paar Mandanten, an die denke ich schon ganz, ganz konkret. Die sollten wir uns vielleicht gemeinsam mal angucken, ob es was für die ist. So, und dann ist nur die Frage, wie bringen wir es jetzt zu Ende? So, dass wir nicht vergraulen, dass der Steuerberater nie in die Situation kommt, dass er denkt, ja, vielleicht habe ich jetzt Haftung, wenn ich mir das Thema angucke. Steuerberater wollen eins nicht, wollen keine Haftung. Wenn wir heute Nachmittag drüber sprechen, wenn wir nach 15 Minuten Steuerberater dazu bringen, dass er sagt, ist es auch was für mich, nicht nur für meine Mandanten. Ja, ja. Glauben Sie, was wir Steuerberater versemmelt haben, wenn wir es falsch gemacht haben früher? Wir haben viel gelernt. Darum geht es. Deswegen habe ich auch zu Beginn gesagt, heute geht es nicht darum, was ist die Pauschal-TTU-Kasse, da haben wir genug Seminare dafür. Heute werden wir sehr zügig und sehr schnell in das Thema Praxis einsteigen, weil das ist nämlich die Philosophie eines Arbeitskreises für Pauschal-TTU-Unterstützungskasse. Dennoch gibt es einige Kollegen, die uns vielleicht aus dem Blickwinkel noch nicht kennen.